Ich begrüße euch hier und heute mal wieder zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal als F123. Heute mal wieder mit der King of the Leagues KOTL. Heute ein sehr besonderes Rennen, denn ich habe euch ja zu Beginn dieser Serie gesagt, es gibt 10 Ligen, es gibt 10 Rennen, jede Liga kann ein Heimrennen benennen und unser Heimrennen, das Heimrennen von dem Community Hub, ist heute in Bahrain und dieses Rennen, brutal. Also ich hatte lange nicht mehr so viel Spaß bei einem Rennen, deswegen weiß ich noch ehrlich gesagt gar nicht, was ich da überhaupt rausschneiden will. Am liebsten würde ich das komplette Raw-Video so lassen, wie es ist und einfach hochladen, aber dann wird der ganze Schinken anderthalb Stunden oder so gehen, deswegen lasse ich das lieber. Richtig geiles Rennen, hat unglaublich Bock gemacht und ich hoffe natürlich, dass euch das heutige Rennen auch Bock machen wird. Lasst einen Daumen nach oben da, falls es so sein sollte und ja, da würde ich sagen, sehen wir uns gleich auf der Strecke. Hast du 4%? Uiuiui. Regenwahrscheinlichkeit. Das fängt an zu regnen heute. Also, ich sag's euch. Scheiße, ja, mach mal Inters drauf. Ja, 5% sogar, hui. 7, hui. Und im Rennen 14%, eieiei. Sagst du, erstes Regenrennen in Bahrain? Ja, tatsächlich schon. Und am besten auch hinten starten, dann gibt man ein Chaos aus dem Weg beim Start. Alter, das passiert so oder so, also. Na, fast Januar, ja, fast. Nee, der Dustin, der war nur letztes Mal der Renningenieur. Jetzt ist wieder der Louis. Der Renningenieur. Hallo. Aber gut gemacht hat sich mal der Dustin. Ja, hat er gut gemacht, aber leider haben seine Profi-Tipps uns nicht zum Sieg verholfen. Hawk, danke dir für den Gifted Sub. Sehr, sehr nice. Ich habe ja jetzt übrigens seit ein paar Rennen auf 60 FPS reduziert. Habe ich auch. Ja. Nice, E-Sports. Ja, E-Sports. Also ich sag dir ganz ehrlich, ich habe echt das Gefühl, dass es schneller ist. Ist schon blöd, dass es überhaupt einen Unterschied macht. Ja, das ist total blöd. Vor allem dann, stell mal vor, dann hast du so eine, was weiß ich, RTX 4070 Ti für 2000 Euro und dann lockst du auf 60 FPS. Wir sind 18. auf dem Temporadar. 3, 18, dann hast du die 60 FPS, aber sehr konsistent. Ja, dann hast du dauerhaft 60 FPS. Also das Beste, was ich hier im Qualifying mal gefahren bin, war eine tiefe 28. Aber ich habe heute auch ein anderes Setup mit mehr Downforce. Ich bin mal gespannt. Und natürlich die 60 FPS, die darf man auch nicht vergessen. Jo. Easy in Q2 gekommen. Einmal zu tief geschaltet. Also ist doch eine räudige Kurve hier, ne? Die Haarnadel. Nein, die ist toll. Vor allem ohne ABS ist sie toll. Ohne ABS. Ohne ABS fahre ich schon seit F1 2015. Ja, das nicht, aber also ich nicht, aber trotzdem ist sie geräudig. Ja. Mit ABS ist es kein Problem, das ist eine normale Kurve, aber
Sonst musst du einmal nur blockieren und dann rutscht du einfach weg. Ja. KOTL in Belgien. Wobei, wenn ich zwei gezeitete Runden fahren will, falls ich die erste verkacke. Schaffst du es auch schon nicht mehr. Ja, aber da hast du wahrscheinlich Batterie schwierig und halt die Reifen zum. Ja, ich gehe jetzt aber glaube ich raus dann, oder? Ja, wenn du dich besser fühlst, dann bin ich jetzt. Über zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Da kicken die Fischenreifen aber ordentlich rein. Und die 60 FPS. Und die Track Evolution. Und die Track Evolution. Und das High Downforce Setup. Also alles kickt rein. Ja, High Downforce Setup ist ja normal. Das fährt ja jeder. Naja, also bei meinem letzten Liegerennen hier bin ich 44,39 gefahren, ne? Und jetzt fahre ich deutlich mehr. Ich könnte dir Windschatten geben. Nee, nee, lass mal. Okay. Lass mal. Ich will die Breaking Zone bitte. Ja, okay. Oh, haben. Ja, alles klar, alles klar. Was denn? Nix, hinter mir wieder. Kannst du machen? Für zwei gezeitete Runden? Ja, also. Theoretisch kannst du noch einen Moment warten, aber. Ja, okay. Fahr einfach raus, wenn andere rausfahren. Oder bei dir sind alle dran dann auf. Ja, ich weiß. Okay. Ich bin jetzt auf der Lab. Gebraucht und war ein paar Cars mitgenommen, die man nicht mitnehmen sollte. Das heißt, du hast dann frisches Saft fürs Rennen. Das ist richtig.
Auch wenn ich den wahrscheinlich brauchen werde, aber... Ach, ist glaube ich nicht schlecht zu haben. Aber Carlos, der ist im ersten Sektor eine 28,5 gefahren, 1,15 Sekunden schneller als ich. Ja, die fahren wahrscheinlich da, Lower Downforce, ne? Weniger, ja. Ja, ja, denke ich auch. Er hat mir gerade gesagt, wir sind 10. auf dem Tempo da. Nice. Nice. Ja, genau, dann fahre ich side by side mit Boda über die Linie. Ja, das wird gut ausgehen, garantiert. Das wird richtig gut ausgehen. Ja, sollte aber reichen, denke ich, oder? Ja, 40 Sekunden locker. Also, ist eigentlich, ja, wobei, wenn die jetzt hier alle anhalten... Scheiße. Nee, das sehe ich nicht. Das sehe ich nicht. Das sehe ich, ja. Not gonna happen, dass ich da warte. Okay. Aber ich brauche den Mann noch. Ja, easy. Ja, das war's. Scheiße. Ja, trotzdem für Paul gereicht. Krass, okay. Chillig. Aber 11.000, 24.000. Ja. Krass, das ist wirklich knapp. Wo das nur 2 Zehntel hinter dir? Oh ja, okay, krass. Wo ist aber 7., das ist schon heftig. 8. 8. sogar, oh je. Einführungsrunde ist ja an, oder? Ich hoffe es. Ich glaube, ja. Das sehen wir gleich. Ich bin gleich, aber ich bin gerade schon bereit zu starten, wenn es Zeit ist. Ja, seid immer bereit zum Start, man weiß nie, wenn jemand vergisst einzustellen. Sauber geparkt, Wow! Ja, scheiße, ich hab's früh schon. Ich kotze im Strahl. Ab Runde 8 könntest du auf Harz gehen. Nee. Oder ist es arger früh geschafft? Ja, gelb, ne? Also grün, gelb, irgendwie sowas. Oder wir gehen jetzt rein, machen 2 Stop. Oder hoffen auf Safety Car oder so. Ja, der hat mich aber leicht berührt, der Tom.
kannst jetzt das DRS verwenden. Heck ist sehr instabil irgendwie. Könnte vom Rutschen gekommen sein. Ja. Nicht getaggt wird. Ich hab jetzt mal Bremskraftverteilung so auf 57 gestellt. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 3,6 Sekunden. Safety Car, Safety Car. Oh, Gott nicht. Und langsamer werden. Halte dein Delta positiv, während wir uns einreihen. Das Safety Car? Ja. Fabix, Fabix ist rausgeschossen. Rein auf Harz und dann durchfahren. Deine Geschwindigkeit. Ja. Unser Delta ist zu niedrig. Flügelschaden auf Jahrstern. Verringere sofort dein Tempo. Aufwärmen dann nur mit der Bremse, also hier tatsächlich gar keine Prozent auf die Reifen. Die werden schon bis 70% gehen.
Dann fahr da vorne mal bitte aber am Delta, okay? Ich bin im Delta. Ja, gerade so, dass du halt am Rande davon bist. Warum? Damit der Double Stack nicht zu heftig wird. Ja. Ach so. Du kannst ja auch ein bisschen ins Minus fahren, tatsächlich. Halbe Sekunde drin. Losfahren, losfahren! Perfekt eingebogen. Die Stoppzeit sieht gut aus. Wir sind sehr zufrieden. Wir machen heute noch einen Boxenstopp. Ein Boxenstopp noch mit unserer Strategie. Ah, ich war nicht der Einzige mit Flügelschaden anscheinend. Ging's mit Double Stack oder war das? Es war immer noch ein Double Stack, aber ich habe halt einen 6-5er Stopp dann halt gekillt dafür. Ach, man wird hier noch abgebremst. Du hast etwas Zeit gegen das Auto hinter dir verloren. Überholtaste benutzen und etwas Energie aufbrauchen. Wollte ich gar nicht.
der Asari, Svetu Asari, hat auch so viel RS wie du. Mein Motor ist auf 136 Grad. Gut, wird es auf jeden Fall die zwei Medium-Fahrer kriegen zu halten. Ich bin schon langsam auf der Geraden. Ja, ich versuche die Position so lange zu halten, bis ich atme. Ah, der hat einen Fehler gemacht hinter mir. Habe ich wieder 130. Danke dir, Kaiser. Ich weiß gar nicht, wie effektiv man den abfühlt. Der Carlos ist aber auch ganz schön am Sliden hier. Seife, volles ERS von. Hat volles ERS? Ja, glaube ich. Aber die hintern vor dir auch nicht so viel, bei 30%.
nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit weichen Reifen weiterfahren. Ja, kann sein, chill ein bisschen. Dein Boxenstoppfenster ist jetzt offen. Komm diese Runde in die Box. Boah, also die vor dir haben beide so 80% ERS. Mich würde deren Reifenverschleiß interessieren. Na, das sehe ich leider nicht. Da brauchen wir ein bisschen am Struggeln hier. Sauber gemacht, gute Arbeit. Boah, gleich jetzt nochmals ein Safety Car, das wär's. Boah, der hat gerade einen krassen Move rausgehauen. Was ist das ein Rennen, ey? Boah, ich am Arsch.
sei vorsichtig. Wir rechnen damit, dass dein Grip bald nachlassen wird. Scheiße. Alles gut. Scheiße. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 6,2 Sekunden. Als ob! Ja, ich gehe jetzt gleich. Ich gehe rein, oder? Alter! Ja. Ja, ich muss ja schon fast rein. Ja, ja. Ja, du gehst auf jeden Fall. Hey, Mann! Das fuckt mich jetzt ab. Gehst du auch rein? Ja, ich muss ja reingehen. Ja, eigentlich. Wenn. Kopier einfach, was die vor dir machen. So. Kannst auf eine Check-Position gehen. Aber eigentlich... das wird, ja. Das bringt nichts. Ja, ja, ich hab Tate, wenn alle reingehen. Vor allem die beiden Medium-Runner.
Ich hab, also, ich hab noch neue Softs. Ja, ich auch. Ja. Also, ab P10 sind auch alle drin gewesen schon. Ja, lass reingehen. Ach, scheiße. Alter. Fahr raus, fahr jetzt raus. Großartiger Boxenstopp, die Zeit war... Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Okay, alles klar. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 2,3 Sekunden. Los, Abstand zum Auto hinter uns. Was mach ich da für eine Scheiße, Alter? Die letzte Runde läuft, letzte Runde. Klasse Manöver, bei dir sieht das so einfach aus. War nicht so geil. Das ist geteilt, oder? Ah, das hat dann Fehler gemacht. Scheiße. Boah, das war das, ich glaube, das war somit das krasseste Rennen, was ich jemals in F1 22 gefahren bin. Auf jeden Fall krass spannend. Also wir können nicht meckern über das Ergebnis, das ist echt gut. Ja, vorne waren eigentlich alle gleich, ne? Also die ersten 5, 6, die waren, bevor das Safety Car kam, die waren alle in einem Train. Ja, besonders die ersten 4, also da hätte jeder gerade gewinnen können. Ja, ja,